Ja, servus, liebe Leute, hier bei den Professionals. Da sitzt der Shinobel. Und hier sitzt der Peak. Wir machen heute wieder unser Serien-Special. Wir stellen drei Serien vor. Drei in der Zahl und anfangen tun wir mit einer sensationellen Lustig-Serie, die schon aus den 80ern stammt und unbedingt gesehen werden muss. Die Rede ist von Sledgehammer. In der Serie geht es um den Detective Sledgehammer, der leicht zu Gewaltausbrüchen neigt. Ja, leicht. Ich sag nur in der ersten Folge, da ist ein Scharfschütze auf dem Dach. Und er ballert als. Und da kommt Sledgehammer angefahren. Und der Scharfschütze ballert als auf Sledgehammer. Der steigt ganz lässig aus, geht zum Kofferraum, holt seine Bazooka raus, zielt auf den Scharfschützen. Na, was macht er da? Und dann will er aber keinen, will er den Typ ja nicht umlegen, macht er ohne und schießt das ganze Gebäude weg. Ihr könnt jetzt zusammenfegen. Sensationell. Er hat neben seinem Hang zu Gewalt auch einen Hang zu seiner 44er Magnum, die er liebevoll Susi nennt. Aber das auch nur in der deutschen Synchronisation. Im englischen Original hat seine Pistole nämlich keinen Namen. Das haben sich die deutschen Synchronsprecher ausgedacht, was ich finde eine sehr gute Ergänzung ist. Weil er öfter mit seiner Pistole redet, warum sollte man ihr dann nicht auch einen Namen geben? Genau, dann hat er eine Kollegin, Dori Doro, mit der die einzige, die ihn trägt. Mit der muss er zusammenarbeiten. Das ist auch die einzigste, mit der er sich so einigermaßen versteht. Genau, dann haben sie noch einen Chef, der Polizeichef, ein Choleriker, der sich die ganze Zeit aufregt über Sledgehammer und seinen Blutdruck in der Höhe treibt, weil Sledgehammer eben so ist, wie er ist. Gewalttätig und schwer lustig. Also es ist wirklich eine Comedy-Krimiserie. Die erste Staffel wurde ausgestrahlt 1986, also schon ein paar Jährchen her. Es gibt übrigens hier eine DVD-Box, da sind alle Staffeln drin. Zwei an der Zahl. Genau, es gibt nur zwei Stück. Und die erste Folge, die erste Staffel, eigentlich haben sie ja nicht vor, eine zweite zu drehen. Und dann haben sie nämlich in der letzten Folge von der ersten Staffel, hat dann Sledgehammer, sollte einen Nuklearsprengsatz entschärfen und hat aber die ganze Stadt in die Luft gejagt. Und dann haben sie sich aber entschlossen, doch noch eine Staffel zu drehen. Und in der ersten Folge der zweiten Staffel wird dann am Anfang gesagt, diese Serie handelt jetzt 5 Jahre vor der letzten Serie. Vielen Dank. 5 Jahre so vor dem auch machen. 5 Jahre vor dem nuklearen Unfall. Desaster. Ja. Wir mal gucken, sehr, sehr lustig. Man sieht schon hier, wie cool er ist mit seiner Sonnenbrille. Und hier ist der cholerische Chef. Und hier haben wir seine Kollegin Dori Doro. Sensationell. Sensational, sozusagen. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Unsere zweite Serie, über die wir sprechen wollen, ist Johnny Bravo. Well, actually, I'm Johnny. Johnny Bravo. Johnny Bravo, wer den kennt, hat verpennt. Genau, Johnny Bravo ist ein muskulöser Macho, der noch zu Hause bei der Mutti wohnt. Und verhätschelt wird auch von ihr, aber das mag er nicht so ganz. Dann hat er noch eine Nachbarin, Susi. Die ist 8 Jahre alt, genau. Und die will jetzt ständig was vom, also hängt alles an und will ein Gespräch verwickeln. Aber er ist ein bisschen genervt von ihr. Er kann sie überhaupt nicht leiden. Und das lässt sie auch öfters spüren, aber ihr ist das ziemlich egal. Er sagt immer, er wäre ein erwachsener Mann, genau. Hat aber weder Arbeit noch irgendwas sonst vorzuweisen, außer Muskeln. Und Coolness. Er versucht immer die ganzen Frauen mit coolen Sprüchen rumzukriegen, was meistens in einer Ohrfeige endet. Ja, ich mache jetzt mal einen kurzen Beispiel gleich. Und zwar in der englischen Synchronisation hatte die Stimme eine Ähnlichkeit mit Elvis Presley, was auch beabsichtigt ist, weil die ganze Figur eine Ähnlichkeit mit Elvis Presley auch an der Tolle aufweisen soll, weil er halt so ein Macho-Kerle sein soll. Genau, in der englischen ist es also cooler und in der deutschen ist es eben netter nachgerichtet, sondern einfach nur so übersetzt. Ich mache mir hier mal ein kleines Beispiel, damit ihr genau wisst, wovon wir jetzt reden. Hey, wer ist dieser gut aussehende Mann? Notrufzentrale, da ist ein gut aussehender Mann in meinem Haus. Oh nein, vergessen Sie es, das bin ich ja selbst.
Du machst mich noch ganz verrückt. Hey, who's that handsome guy? Hello, 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, wait a second, cancel that. It's only me. Oh, you drive me wild. Das war das Beispiel. Ich denke, ihr habt gemerkt, wie der Unterschied ist. Genau, es ist ja meistens so, die originalen Synchronisationen sind meistens besser als die deutschen. Man merkt es auch bei Rockstar Games, die machen immer die Spiele in Original, weil besser kann man es einfach nicht machen. Die machen dann Untertiteln. Es ist nun mal so, gell? Aber es gibt auch Serien, wenn man die erstmal auf Deutsch geguckt hat, kommen einem die Originalstimmen total merkwürdig vor. Zum Beispiel in Friends fällt mir jetzt so ein. Gut. 1995 wurde die Serie entworfen und 1997 war die Erstausstrahlung. Ja, ein Meilenstein der Seriengeschichte. Das kannst du auch davon ausgehen. Vor allem für Männer. Genau, Johnny Bravo kommt auch in anderen Zeichen vor. Beziehungsweise wurde manchmal dahin portiert. Zum Beispiel in Fred Feuerstein, also Familie Feuerstein oder auch oder Scooby-Doo. Und sehr witzig, der Kerl. Sehr ja. Witzig. Eigentlich eine Serie, die entworfen worden ist für Cartoon Network. Genau, genau. Da habe ich es in meinem Original Englisch geguckt. Und Oliver Feld ist der deutsche Synchronisator von Johnny Bravo. Das nur mal so nebenbei. Klasse Serie, klasse Charakter. Muss man gesehen haben, viel Wortwitz. Am besten, wie gesagt, das englische Original. Hey, baby. Anybody ever tell you I have beautiful eyes? Take a picture of me. I'm pretty. Check it out. Puppy dog. Well, hello, shiny mama. Nun in zur nächsten Serie und das ist eine der meiner Lieblingsserien und mein Name ist Aral. Gibt es 4 Staffeln von? Leider inzwischen schon abgesetzt. Ja, das ist wirklich schade, aber in Raising Hope, was hier immer noch läuft, sind die Charaktere öfters zu sehen, weil Greg Garcia öfters in den Folgen Regie führt und dann kommen natürlich auch die Hauptdarsteller von My Name is Earl, weil er hat eben die Serie gemacht und darum geht es um Earl Hickey, das ist einer, dem alles egal ist, ein Kleinkrimineller, der eben ein ziemlich runtergekommener und der raubt eine Tanke aus und gewinnt einen Nobelos und dann gewinnt $100,000 und freut sich natürlich, wenn man gleich vom Auto übercheckt. Von so einer alten Mutti. Immer wenn mir mal was Gutes passierte, ließ das böse Ende nicht lange auf sich warten. Karma. Und verliert dabei das Los. Wäre es los. Ist im Krankenhaus. Und da hört er dann eine Talkshow. Und da geht es eben um Karma. Ich kann übrigens das Buch Mieses Karma empfehlen. Wollte ich nur mal sagen. Und versucht alle seine schlechten Taten, die er gemacht hat, wieder gut zu machen. Macht eine Liste, überlegt, was hat er alles gemacht und will das wieder gut machen und fängt dann an mit seinem ersten Punkt und sammelt lauter Müll auf. Das war, glaube ich, Punkt 163. Kaum hat er das gemacht, kommt das Robelos angeflogen. Und das war natürlich ein Hinweis, das ist sein Weg. Und dann hat natürlich die 100.000, gibt er natürlich dafür aus, um alle seine Fehler wieder gut zu machen. Auf sehr lustige Art und Weise. Gefolgt von seinem Bruder, der immer mit ihm auf Schritt und Tritt dabei ist. Randy hatte sein ganzes Leben Angst vor Vögeln. Vor Kleinen, vor Großen, selbst vor den Exoten, die sprechen konnten. Hey, hast du gesehen, was der blöde Vogel... Oh! Später denkt er, dass das Karma doch nicht so seins ist und versucht wieder auf die mir alles egal voll Schiene zu gehen. Was seinen Freunden dann nicht so passt, weil denen hat der gute Earl nämlich besser gefallen. Genau, da liegt dann ja auch wieder im Koma. Und sein Bruder hakt dann den Punkt für ihn ab, um Earl wieder zu Bewusstsein zu kommen. Und irgendwann macht er auch auf wieder und lebt sein gutes Leben weiter. Genau. Das ist so ergreifend. Sehr lustig, sehr lustig. In der Serie gibt es auch eine Menge Anspielungen und witzige Szenen, die man in dem normalen Fernsehausstrahlung gar nicht so mitbekommt. Zum Beispiel wird öfter darauf hingewiesen, dass HD doch super ist. Ja. Was man aber tatsächlich nur auf Blu-ray oder DVD in den HD-Versionen sieht. Und da gibt es noch Catalina, die öfters in Spanisch flucht. Anticipamos verlos el próximo otoño. Bla, bla, bla. Aber dann, wenn man das dann übersetzt,
Dann grüßt du immer die Zuschauer zu Hause oder was weiß ich. Da kommen immer ganz nette Nachrichten. Du denkst immer, die macht die Leute rund und schimpft auf Spanisch. Und dabei sagst du dann sowas wie, das war unsere Staffel jetzt. Genau, hoffentlich seid ihr nächsten Herbst wieder dabei, wenn es weitergeht. Ja, das... Ihr macht ihm immer freundlicher. Jeder denkt halt, die würde Zuschauer. Da irgendjemanden gerade zusammenscheißen auf Spanisch. Ja. Pustekuchen. Richtig. Verarscht, verarscht. Es geht eben darum, dass er eben versucht, hier die Punkte abzuhaken und in ein Abenteuer ins nächste kommt, in ein Unglück ins nächste. Sehr lustig, wenn er versucht, wieder alles gut zu machen, was er so vermasselt hat in seinem Leben. Gelaufen ist die Serie von 2005 bis 2009. Genau, es sollte eigentlich noch eine Staffel geben und die Hauptdarsteller und so waren alle dabei, aber es wurde kein Sender gefunden, der das weiter produziert. Deswegen wurde die Staffel leider abgesetzt. 20th Century Fox hat schon gesagt, wir würden auch weiter mitmachen, aber es hat sich kein Sender gefunden, der es ausstrahlen hätte wollen. Müssen wir mal einen gründen, Sender, wie? Den nennen wir dann der Bro-Sender. Was ein Bro 7. Oh, wow! Den gibt's noch gar nicht, den Namen. Bro 7. Bravo, bravo. Epic. Sorry, Bravo. Ja, gut, das war wieder von uns. Das Serien, die man gesehen haben muss. Eine etwas ältere Sledgehammer. Die Zeichentrickserie, die absolut klasse ist und Johnny Kultstatus Bravo. Hat. Johnny Bravo. Und eine lustige Serie, My Name is Earl. Klasse. Alle drei klasse Serien. Ich hoffe, wir haben euch wieder ein paar Anregungen hinterlassen mit diesem Video. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und bleibt uns treu. Genau, abonniert uns. Unser Abonnieren-Button schläft. Der schläft da, aber ich würde einfach mal sagen, klickt einfach auf Peaks and Bendel. Du tust mir hier einen Abonnieren-Button hin. Da hast du jetzt einen Abonnieren-Button. Komm damit klar, Peak. Wie soll ich damit klarkommen? Ich hab einen Abonnieren-Button. Ruf den Doktor. Ich hab Abonnieren-Button. Nenn ihn Abo-Peak-Man. Nur wenn er wollt. Pikonieren? Ja. Abonnieren. Gut, das ist einfach zu spät. Es war Zeit. Game over. Ja, um Peak zu helfen, den Abonnieren-Button wieder loszuwerden, klickt einfach drauf, Leute. Vielleicht hilft das. Vielleicht auch nicht. Wir werden in der nächsten Folge sehen, ob der Peak einen Abonnieren-Button noch auf der Brust hat oder nicht. Wir haben wieder zwei Videos verlinkt, Leute. Eins haben wir hier oben, mein Peak. Schon wieder ich? Ja. Was ist denn da los, Peak? Ach, du liebes Sissi, was kostet denn da? Der Kriegerjunge. Sieht aus wie Paella. Paella. Was wohl? Wie das wohl schmeckt? Es hat gut geschmeckt. Ich hätte es gerne mal probiert, aber ihr habt wieder alles leer geflammt. Es war zu lecker. Ja, wenn ihr das mal nachkochen wollt, dann klickt da drauf. Da gibt es lecker Schmecker. Doppeldecker. Und da drüben kommt er wieder zu unserer Playside. Und zwar zu einem Film, wo... Und da drüben kommt er zu unserer Playside. Und zwar zu einem kleinen Filmchen, wo Chernobyl euch verrät, wie man doofe Grimassen macht. Richtig, klingt einfach jetzt auf. Natürlich nett. Da stelle ich die Assassino Credo Skull Assassin's Creed 4 PlayStation 4 Skull Edition, die stelle ich da vor. Ein Unboxing-Video, ja, also. Genau, ein Unboxing-Video zu Assassin's Creed Skull Edition. Das würde ich mal sagen, war es dann auch wieder für diese Folge. Wir haben hier leider wieder nur eine Viertelstunde Zeit. Leute, bis zum nächsten Mal, sagt der Peak und der Chernobyl. Tschö! Tschö! Mit Ö!